Hoi Hans, in alter Frische, richtig für den anstehenden Sommer. Das aktuellste Thema ist nicht so direkt Paradeplatz, sondern dein grosser Chef, der Christoph Blocher, der macht Paff, weil er nach vielen Jahren sagt, ich will jetzt die Rente für Altbundesrat doch. Was hast du gedacht, als du das gehört hast? Also ich muss dich korrigieren, mein grosser Chef ist meine Frau, der folge ich, aber zum Christoph Blocher, will er jetzt seine Rente nachbeziehen. Da fällt mir eigentlich nichts ein, dazu zu sagen, oder? Ich fühle mich auch nicht so wirklich betroffen oder angesprochen. Aber es war ja überraschend. Ich meine, er hat immer gesagt, ich will das Geld nicht, obwohl es mir zusteht. Und jetzt kommt er und sagt, fast 3 Millionen soll Bern zahlen. Und die wissen ja gar nicht so recht, wie mit dem umgehen. Zahlen jetzt aber. Also wieso macht das der Christoph Blocher? Also das weiß ich natürlich nicht. Ich bin nicht ein Christoph Blocher-Erklärer, oder? Ich habe nicht das Gefühl, ich könnte ihn besonders gut lesen. Was ich aber auch nicht weiss, ist, ob die Geschichten, die die meisten Medien erzählen, ob die stimmen. Weil es gibt andere, die dann etwas anderes erzählen. Also er hat nicht gesagt, er will das gar nicht, sondern er hat wahrscheinlich keinen Anspruch wegen seinem anderen Einkommen. Du meinst, was er früher gesagt hat, dass er quasi ganz explizit darauf verzichtet hat. Okay, dann können wir offen lassen, aber jetzt ist natürlich die Geschichte, die rausgegangen ist, schon die, der Altbundesrat Christoph Blocher, Milliardär, gut situiert und gebettet, verlangt von Bern, wo er immer ein bisschen bekämpft hat, oder da Beamte und die höhere Politik, seine Rente auf seinen 80. Geburtstag hin. Kommt nicht wirklich gut an. Also meine Reputationspflege macht man anders. Also ich finde, es kommt nicht so gut an, offensichtlich in den Medien. Und zwar durchs Band. Aber mit mir hat das eigentlich auch nichts zu tun. Und wenn du jetzt dann auf die SVP kommst, habe ich das Gefühl, mit der SVP hat das auch nichts zu tun. Das ist ein Thema Christoph Blocher. Und der Christoph Blocher ist ja sicher kein Durchschnittstyp. Den kann man nicht so durchschnittlich messen. Aber wie ich gesagt habe, ich bin nicht ein Christoph Blocher-Erklärer. Was ich zwar eben jetzt gehofft habe. Da aber, findest du nichts raus. Aber gut, das belümmern wir in dem Fall abhökeln. Und ja, natürlich geht es um die SVP. Natürlich. Ja, nein, am Schluss, ja doch, ich glaube eben schon. Weil er hat die Partei gross gemacht. Also wo der Christoph Blocher im 90 oder so mal an den Start gegangen ist, im Kantonsrat in Zürich und so, nachher ist im 92 die DWR-Abstimmung gekommen, die Schlacht, die er für sich entschieden hat. Seither treibt er die Schweizer in dieser Frage, EU-Frage vor sich hin. Er ist die Überfigur von der Politik von den letzten 30, 35 Jahren. Und das ist die SVP. Er hat die SVP gross gemacht. Also das schadet doch jetzt direkt in der Partei. Ich glaube nicht, dass das etwas mit der Partei zu tun hat. Wenn wir jetzt annehmen, was nicht nett wäre, aber dass er eine Maske an hat, dann nicht mehr so richtig gut rausgesehen und dann kommen wir unter das Tram morgen. Das hat mit der SVP auch nichts zu tun. Das wäre auf dem tragischen Fall. Ich sehe nicht, warum das etwas mit der SVP zu hat. Und es ist auch nicht so, dass der Christoph Blocher als Einzelfigur die SVP von einer 10% Partei zu einer 30% Partei gemacht. Da hat es dann noch viele andere. Und was er können hat, er hat können die sammeln. Und das ist eine eindrückliche Leistung. Ich bin mit dir einverstanden. Ist eine von der dominanten politischen Figuren in der Schweiz von den letzten 50 Jahren. Also, wir reden über die SVP. Ja. Auch noch ein bisschen, weil du bist berühmt worden und ich ein bisschen. Vor zwei Wochen in der NZZ am Sonntag, da hat der ehemalige Chefredakteur von der NZZ am Sonntag, der Felix Müller. Felix Emil. Ja, genau. Was heisst das E? Keine Ahnung. Emil. Emil gut. Meistens E ist Emil. Ja. Der Herr Müller hat da etwas geschrieben über Inseparatplatz. Und das sage ich jetzt ein bisschen SVP. Ja. Und das begründet er mit dir begründet er es, nämlich. Inside sage ich jetzt am Dunstkreis der SVP so gewährt. Der Journalist, er etwa dem ehemaligen SVP-Ständeratskandidaten Hans Geiger regelmäßig auftritt, ja, das immer wieder. Ja. Der frühere Bankenprofessor tut dies als heiterer Pensionär, dessen Statements jeweils von der Lektüre der neuesten Weltwoche zeugen. Also erstens bist du heiter, zweitens pensioniert und drittens tust du einfach das rezyklieren, was du gerade in der Weltwoche gelesen hast. Also das erste stimmt natürlich. Ich bin ja eher ein heiterer Typ. Oder? Ich sehe nicht, was die Trübsalblase für die persönliche Lebensqualität bringen wird. Pensionär bin ich auch seit 12 Jahren. Ja.
Der dritte Punkt, da liegt Felix E. Müller ein bisschen falsch, weil ich sehe ja erst heute Abend, am Donnerstagabend sehe ich die Weltwoche. Und wenn wir da die Interview am Donnerstagmorgen machen, kann ich ja nicht schon schauen, was echt die Leute in der Weltwoche schreiben, damit ich das weiterverbreiten kann, um ihre Auflage zu stellen. Gut, kontra theoretisch natürlich schon, weil die Weltwoche kommt am Donnerstagmorgen raus. Also wenn du die Mühe würdest ja, nehmen, die am Kiosk kaufen, dann würdest du sie am sehen. Donnerstag am Morgen gar nicht reiten, das wissen ach, unsere Zuschauer. Also, wir machen den rechten Spagat vom Herrn Blocher, wo du sagst, ist sein Bier mit dieser Rente über zur SVP und da sind wir jetzt beim Herrn Müller gelandet, der etwas geschrieben hat über uns da, wie wir zusammensitzen. SVP, das ist das Thema von heute. SVP ist in einer Form tief. Kann man das sagen? Das geben wir auch bei den ersten Wahlen. Vielleicht sogar schon bei den ersten Abstimmungen. Aber ich meine, was er sagt, du hast das einfach nicht so klar gesagt. Er sagt, du, Lukas Essig, sei im Dunstkreis der SVP. Ich glaube eigentlich nicht, dass die SVP einen Dunstkreis hat, aber er ist wahrscheinlich im Freundeskreis der FDP und er ist halt ein Vertreter von der grossen Neuen Zürcher Zeitung, die ich im Übrigen sehr schätze, außer die Anlehnung bei der FDP. Gut, also Dunstkreise in Ehren. Dunstkreise. Aber mich nimmt jetzt gleich noch Wunder. Deine Partei? Ja. SVP? Du bist ja ein bisschen ein Aushängeschild, mal gewesen, immer noch dabei, bist stolz und so weiter. Jetzt suchen wir wieder mal einen neuen Präsidenten, oder? Der Herr Rösti hat schon länger wieder abgegeben. Ja. Hat man jetzt einen? Also wo steht die Partei, wenn der Übervater, sagen wir, plötzlich Zeug von sich gibt, wie das mit der Rente, wo tendenziell nicht gut ankommt? Es kommt nicht gut an, aber das hat nicht mit der Partei. Ja, das hast du jetzt gesagt, aber jetzt gleich. Ja, aber du was musst, ist, du aber was ist mit der SVP los? Das nimmt mich doch jetzt endlich mal Wunder. Also bei den nächsten Wahlen auf nationaler Ebene werden wir wieder deutlich zulassen. Sagst du, ja, jetzt, bis dann nachher die Wahlen kommen. Man sieht das schon in der Zwischenzeit bei den kantonalen und bei den regionalen und lokalen Wahlen, wie man das sieht. Ja. Also Herr Blocher hin und her, Ueli Maurer viel wichtiger und es läuft. Also wenn wir die zwei anschauen, wenn du mich jetzt nach Ueli Maurer gefragt hättest, würde ich ihn besser verstehen. Ich habe das Gefühl, den kann ich kennenlesen. Das ist auch ein Velofahrer, bin ich. Und wir verstehen uns eben.